Willkommen zu Battlefield Hardline. Wir starten heute gemeinsam mit der EA Access Demo. Das Ganze natürlich auf der Xbox One, denn EA Access gibt es nur für die One. Wir können hier den Prolog und Episode Nummer 1 spielen. Sobald das Spiel am 17. dann erscheinen wird, werde ich direkt weitermachen mit Episode Nummer 2. Ich will jetzt hier auch gar nicht lange rumquatschen, sondern wir wollen ja den ersten Eindruck zu Hardline gewinnen. Und deswegen starten wir direkt. Bis gleich. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Alles klar, hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich hab ne Idee. Ich such den Laden aus, hä? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Ein bisschen Bohnen mit Reis. Was spricht dagegen? Okay, da drin steigt wohl eine kleine Party. Polizei! Wir kommen rein! Keine Bewegung, jetzt keine Bewegung! Die Hände hoch! Die Hände hoch! Ich will die Hände sehen! Langsam zurück und weg Ihr von dem Tisch! Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Na Jungs, was haben wir hier? Eine nette kleine Runde unter Freunden? Wo sind die Drogen? Ne, klick ihn Handschellen an und dann nichts wie weg hier. Einen Augenblick. Wir sollten das Bargeld mitnehmen. Eine verfluchte Menge Bargeld. Richtig viel Schnee. Und was haben wir hier drüben? Zuerst das Großmahlfest. Aber hier drüben sind die besten Burger der Stadt. Okay, du Pisser, du zuerst. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz lang. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. So sieht's aus. Wir sind alle Freunde hier. Hey, willst du da einfach rumstehen und zugucken? Okay, okay. Los, mach hin. Alles klar, die Halbglatze. Umdrehen. Ganz so langsam. So eine verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem guckst du auf den... Fickt euch! Wow. Heilige Scheiße. Das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn bitte? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Ja, ja. Durchsuch die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhatten. Boah, Mann, was für eine durchgeknallte Braut. Was hat die hier drin gemacht? Übelst geschissen? Das ganze Klo ist zerlegt. Die hat hier ein Mörderei abgeseilt. Okay, schauen wir mal. Immer die Frauen. Wenn es ums Geld geht, drehen die Frauen durch. Bingo. Was hast du? Brieftasche, Ausweis. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Der hat Hunger. Hey, stehen bleiben! Los, ihn nach! Los! Den hol ich mir! Na scheiße, Mann, die müssen keine immer Bewegung. Rennen. Hände hoch! Aber der gute Kubaner, der ist extrem beliebt. Treppe runter! Los!
ist er hin? Oh, hier drüben. Dachte schon, ich verliere ihn. Scheiße, Mann, ist das laut. Egal, ich fetz hier alles weg. Reis und Bohnen, Baby. Reis und Bohnen. Okay, wir müssen den ausschalten. Warte noch einen Moment. Der ist immer noch am Leben. Das war's. Harter Junge. Das Arschloch hier raus. Oh, Gott sei Dank gibt's ein Airbag, was? Ah, Mann, au. Oh, ah, ah. Du hast das Recht zu schweigen. Leck mich, verdammt. So, den Spruch kennst du schon, ne? In einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Doss. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Ach, bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Dein Empfang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Einen schönen Tag. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal beschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr 2 Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Das ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob liebst. Hey, Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Ach, Mann, hey, Pfoten weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, hey, dürfte ich
Naja, ich meine, durfte ich 5 Dollar kriegen? Ja, ich weiß, nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid, nicht im Dienst. Okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute, schön aufpassen! Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg. Ja, so in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Durchsuchung lehne ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidiot, mir egal, was du ablehnst. Hey, Gooseman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hugs hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hugs, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Mein Haus! Was soll ich denn machen, wenn sie mir SMS schreibt? Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, hm? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Richtig ab, mit meiner Mom. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Ja, mir war auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Verfügung gegeben. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen, wenn ich nicht mal weiß, wo ich... Scheiße! So eine Scheiße! Hey, langsam. Okay. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Komm. Wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Hier 13. Wir steigen aus. Verstanden. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Okay, wir müssen Briggs finden. Ist eine richtig feine Gegend hier. Nicht wahr, Lady? Kann sich sehen lassen. Ich würde auch auf meinem Dach oben sitzen, jeden Abend. Wie bei Workaholics. Oben auf dem Dach chillen, ein paar Bier trinken, ein bisschen was rauchen. Ist ein gutes Leben hier, oder? Immer schön warm. Freundliche Nachbarn. Workout direkt nebendran. Nicht wahr, Jungs? Hey, was ist das? Ha?